Minas Ithil brennt. Die Spinne sprach die Wahrheit. Können wir daran noch was ändern? Gondors letzte Festung in Mordor darf nicht fallen. Können wir sie halten? Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Mittelerde-Serie auf dem Kanal von DZFM Gaming. Und ob wir sie halten können oder nicht, das seht ihr in den nächsten Minuten in Mittelerde, Schatten des Krieges, Folge Nummer 2. Wir sind in Akt 1, die Belagerung Minas Ithil. Palantir hat oberste Priorität. Wir müssen ihn finden, bevor er Sauron in die Hände fällt. Mit ihm sind seine Armeen unaufhaltbar. Das Schicksal der Stadt ist egal. Ich werde nicht zulassen, dass sie abgeschlachtet werden, wie meine Brüder am Schwarzen Tor. Dann wollen wir mal schauen. Die Hauptmänner auszuschalten, sollte den Gondoranern Zeit verschaffen. Und sie könnten uns zum Palantir führen. Finden wir einen Wurm und verhören wir ihn. Sammle Informationen zum Ork-Kommandanten. Aber erstmal muss ich runterspringen, das Tutorial läuft noch ein bisschen weiter scheinbar. Jetzt muss ich Space gedrückt halten und auf einen Vorsprung zu machen und dann... Ui! Springen wir runter. Was weiß ich schon von sehenden Steinen? Okay, das hier... Sein Geist ist schwach. Das kennen wir ja aus verschiedenen anderen Spielen, diese Schleichsachen. Moment, wer führt die Suche nach dem Palantir? Was haben wir denn hier? Unbekannter Hauptmann. In Space-Informationen aufdecken. Das sind Saurons Hauptmänner, die Anführer der Belagerung. Das Verhör von Würmern gewährt die Informationen. Drücke Space, um Informationen über diesen Hauptmann zu finden. Kann ich auch noch über andere was finden? Nee, erstmal nur über den. Das ist also Hura, der Kriegsbringer. Ein Kriegstreiber-Stammkommandant. Der ist benommen nach Schleichangriffen. Das heißt, wir sollten uns anschleichen und ihn dann angreifen. Was hat er für Stärken? Ich weiß nicht, was diese Zeichen heißen, aber ja gut, er hat auf jeden Fall ein paar Stärken. Durch Informationen über Hauptmänner erfährst du ihre Schwächen, wodurch du ihre Schwachpunkte ausnutzen und mit der Macht des Geistes ihre Ängste verstärken kannst. Dieser Hauptmann ist dein Kommandant, was bedeutet, dass er immer von ein paar Fußsoldaten umgeben ist. So, den haben wir jetzt mal auf der Karte markiert. Oha! Der Hauptmann, der den Suchtrupp führt, ist in der Unterstadt. Dann wird er nicht weit kommen. Details kann ich nicht zeigen. Da hinten ist wieder einer, den ich verhören kann. Müssen wir mal gucken, ob wir da ungesehen hinkommen. Nimm die Unterstadt und du bist ein Soldat. Nimm die Oberstadt und du bist ein König. Sehr gut, den kann ich auch verhören. Schau mal. Ja, wir machen jetzt einfach mal alle Hauptmänner so nach und nach. Schauen wir uns den mal an. Das ist Tuhorn Brandeisen, ein entflammter Krieger. Der kann durch Angriffe von Bestien auf der Stelle getötet werden, also anfällig gegenüber berittenen Bestien. Ach, guck mal. Ich kann ihn mir jetzt hier auch nochmal von hinten und so angucken, das ist ja nett. So, den haben wir auch aufgedeckt, sehr schön. So, laufen wir mal hier einfach weiter. Da ist einer, den müssen wir mal kurz ausschalten. Der läuft da gerade so schön abseits. Das kann man gut da hinten machen. Das ging schnell und leise. Da steht auch noch einer rum.
Ja, müssen wir um das Gebäude mal rumgehen, weil so kommen wir nicht an den ran. Es fühlt sich gut an, sich endlich für all die Jahre der Unterdrückung durch die Nordmenschen zu rächen. Ja, wer sich hier rächt, schauen wir nochmal. Ah, hier ist keiner. Da ist die nächste. Sie verteidigen die Mittelstadt mit aller Kraft. Da oben ist es einer. Es spielt keine Rolle. Bei unserem finalen Angriff fallen sie wie alle Menschen. Oh, kehren nicht an den ran. Nee. Ich habe ihn gesehen! Er könnte lange suchen. Nimm das! Na, dann mache ich euch alle kalt. Den Grünen will ich eigentlich nicht töten. Mist, jetzt habe ich ihn getötet. Ich hätte ihn lieber verhört, aber gut. Wir haben ja schon die eine oder andere Spur. Gehen wir wieder in den Schleichmodus über, das ist viel entspannter als so dieses Radikale. Hier müssen wir auf jeden Fall lang. Okay, da oben ist einer. Seht ihr den? Ich meine, das ist nicht nur einer. Also schön durch die Gebüsche anschleichen. Wissen diese stinkenden Bleichhäute nie, wann sie geschlagen sind? Die Verteidiger der Unterstadt waren erbärmlich. Wir haben sie hingerichtet, als wären sie Karagor wetten. Die werden wir... Das ist der Grabwandler! Ich dachte, er sei tot. Nee, bin ich nicht. Talion, der Bogen. What the fuck, was ist das? Was kann ich damit? Halte die rechte Maustaste gedrückt, um mit dem Bogen zu zielen. Halte die linke Maustaste, um den gedrückt und einen Schuss für enormen Schaden aufzuladen. Lasse die linke Maustaste los zum Schießen. Kopftreffer mit aufgeladenen Schüssen haben verheerende Auswirkungen. So, zwei habe ich sofort getötet, das war doch nett. Wow. Okay, so funktionieren also Hinrichtungen, das ist auch nett. So, aber wie kriege ich jetzt die Pfeile wieder? Ich habe nur 2 von 5 irgendwie. Aber wahrscheinlich muss ich 2, 5 töten. Für die Gondoraner sieht es schlecht aus. Wir müssen ihnen helfen. Der Palantir ist ein mächtiges Artefakt. Ah. Wenn wir ihn besessen, könnten wir das Blatt wenden. Benutze WASD und halte linke Maustaste gedrückt zum Ziehen, um die Spur zu fokussieren. Nee, so nicht. Ja, nee, auch nicht. Hä? Ja, soll ich da jetzt irgendwas sehen oder?
Was ist das für ein System? Das raff ich nicht. Ah! Jetzt habe ich sie. Also, jetzt habe ich auch verstanden, wie das funktioniert. Man muss quasi... Oh, sind das Pfeile für mich? Ja, guck mal, jetzt habe ich die Pfeile wieder aufgeladen. Man muss quasi mit WASD das fokussieren. Und dann kann man mit der Maus, linke Maus ist gedrückt und die Maus bewegen. Dann fokussiert man die Spur, bis man sie irgendwann erwischt. Wen haben wir denn vorne? Also der Bogen gefällt mir. Der geht richtig gut ab. Hab nur keine Pfeile mehr. Jetzt kriege ich die wieder hier. Ah, da sind Pfeile. Guck mal. Für die nächste Gruppe dann quasi. Guck mal, da sind noch mehr Pfeile, aber ich habe 5. Hier sind überall Pfeile. Okay. Die kann man scheinbar relativ zügig immer wieder aufladen. Hier ist alles leer. Alles leer und ruhig quasi. Aber hier redet jemand. Ah. Keine Pfeile mehr, ich brauche Pfeile. Lauf, ich brauche Pfeile, 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 da sind Pfeile. Laden wir den letzten Pfeil auch nochmal schnell auf, bevor ich weiterlaufe. Hier waren noch mehr, da sind noch mehr Pfeile. Sehr gut. Der Bogen ist echt, boah, der gefällt mir richtig, richtig cool. Also richtig gut. Also das ist eine nette Waffe. Rockt. Ist nah. Die Geisterwelt wird ihn offenbaren. Ich wollte immer Hauptmann werden. Ich höre nie. Hurra. Da ist er. Ein Helm. Und wie gesagt, nach Schleichangriffen ist er benommen. Das macht wahrscheinlich am meisten Sinn, den schleichend zu versuchen. Schauen wir mal. Erstmal müssen wir da hinkommen. Ist ja alles kaputt. Ja, da war einer. Das war schon mal gut, die haben wir ausgeschaltet, ohne sie zu erwischen. Ohne dass sie uns erwischt haben. Der ist da oben. Ah, so kann ich klettern. Er ist rund und er ist blau. Sie nennen ihn den sehenden Stein.
Wenn ihr ihn seht, kommt ihr zu mir. Fasst ihn nicht an. Ich sage es noch einmal. Fasst ihn nicht an. Wenn er euch nicht umbringt, tu ich es. Können wir da jetzt einfach... Warte mal. Oh, ich habe viel von dir und deinem Geist gehört. Davon, dass du nicht sterben kannst. Finden wir heraus, ob es stimmt. Ja. Hurra. Ich habe ihn doch schon die Hälfte weggenommen nach seinem ersten Schleichangriff. Ja, yeah. Oh, kontern und weiter. Oh, ich habe eine Freundin bekommen. Oh, ach komm schon, der ist schon fast tot, der Penner. Jawohl, da ist er dahin. Der Hurra Kriegsbringer. Aber wer hat noch seine Freunde hier leben? Sehr gut. Erledigt. Erster Kommandant tot. Nähere dich der Ausrüstung. Oh, da kann ich was nehmen. Guck mal hier. Durch das Besiegen von Hauptmännern kann Celebrimbor mächtige Celebrimbor, so heißt er, mächtige Ausrüstung schmieden. Du kannst deine Ausrüstung im Inventar verwalten. Schauen wir mal ins Inventar rein, nochmal zum Ende dieser Folge. Mit Ausrüstung kannst du deinen Einfluss erhöhen und deine Fähigkeiten verstärken. Siege gegen mächtigere Hauptmänner bringen dir auch hochwertigere Ausrüstung ein. Drücke Space, damit deine neue Ausrüstung angezeigt wird. Was haben wir da? Oh, eine Stufe 2 Schwert. Gewöhnlich. Nehmen wir doch. Stufe 1 hat das 8-mal Schleichding. Also mein Schwert ist jetzt besser geworden, alles klar. Okay, man kann also auch online gegen andere Spieler spielen, aber das ist jetzt erstmal nicht das Interessante für uns. In dieser Serie interessiert uns eigentlich nur die Kampagne. Was tust du hier ganz allein? Mein Kommando ist in der Unterstadt in eine Falle geraten. Wie viele wart ihr? Nicht genug. Minas Ithil steht noch. Gott sei Dank. Uns droht der Verlust der Mittelstadt. Sie schließen das Tor, falls noch nicht geschehen. Wir müssen dort hoch, so schnell wir nur können. Ich werde dir folgen. Warte. Wie ist dein Name? Idril. Hallo Idril. Talion. Versuch Schritt zu halten, Talion. Wir haben schon genug Männer verloren. Ja. Und ob wir es schaffen, rechtzeitig beim Tor zu sein oder nicht, das seht ihr in der nächsten Folge von Mittelerde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Ihr dürft auch sehr, sehr gerne kommentieren. Schreibt uns, wie ihr das Spiel findet. Und wenn ihr es noch nicht abonniert habt, dann abonniert uns doch einfach. Vergesst aber nicht, die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button zu drücken. Denn nur dann bekommt ihr alles mit, was bei uns auf dem Kanal so abgeht. Und vor allem auch immer, wenn eine neue Folge von Mittelerde bei uns erscheint. Im Abspann könnt ihr jetzt auf die linke Seite des Bildschirms klicken für Tipps aus dem Kanal. Auf die rechte Seite des Bildschirms für die komplette Mittelerde-Playlist. Und in der Mitte, da könnt ihr uns abonnieren. Und ich sage tschüss und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.